Die sogenannte Eurogend Force ist eine Mischung aus Polizei, Geheimdienst und Militär. Sie dient laut ihrem Gründungsvertrag der EU-Kommission zur Niederschlagung von Aufständen. Wo wurde die EU legitimiert, sich eine solche Streitmacht aufzubauen? Man muss vielleicht den Leuten sagen, was Eurogend Force überhaupt ist. Das ist ja kaum bekannt. Kaum jemand weiß, dass mit einem Geheimvertrag, der fast hinter verschlossenen Türen abgeschlossen wurde, eine Spezialeinheit aufgestellt wurde, deren Kommandostruktur in italienischen Vicenza stationiert ist, mit mehreren tausend Mitgliedern, die als Spezialeinheit gegen Aufstände in den Ländern der Europäischen Union eingesetzt werden soll. Und zwar abseits der Entscheidungen auch der jeweils zuständigen Regierungen dieser Länder. Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die man ganz still und heimlich so nebenbei vor einigen Jahren über die Bühne gebracht hat. Leider auch mit österreichischer Zustimmung. Und diese Eurogend Force ist schlicht und einfach das Eingeständnis, dass sich die Institutionen dieser Europäischen Union vor den Völkern fürchtet. Und auch bereit ist, militärisch und polizeilich, das ist eine paramilitärische Einheit, diese Eurogend Force, darum heißt sie auch Europäische Gendarmerie-Einheit, militärisch und paramilitärisch und polizeilich gegen die Leute, die sich das alles nicht mehr gefallen lassen wollen, vorzugehen. Das ist das Eingeständnis des Scheiterns dieser Europäischen Union. Und daher wird sie auch geheim gehalten. Es wird also über diese Eurogend Force so gut wie überhaupt nicht berichtet. Ist auch kein Thema. Und sie blüht und entwickelt sich sozusagen im Verborgenen. Ist aber eine latente Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten. Die EU-Kommission sagte vor einigen Jahren auf Anfrage eines Parlamentariers, dass die Eurogend Force nun mal keine EU-Institution sei und daher auch keine Dokumente offengelegt werden. Wie bewerten Sie diese Einschätzung? Das ist eine Frechheit. Finanzieren müssen wir es. Wenn man dann so tut, als ob das mit der Europäischen Union nicht zusammengehören würde oder nichts zu tun habe, ist das eine glatte, unverschämte Lüge. Und wer Lügen notwendig hat, wer Geheimdokumente erzeugen muss, wer eine Polizeieinheit im Geheimen etablieren muss, der hat ein schlechtes Gewissen vor der eigenen Bevölkerung. Und das zeigt ja in Wirklichkeit, wie diese europäische Klasse, diese neue Oligarchie wirklich über die Völker denkt. Solange sie parieren und zahlen, werden sie gestreichelt. Und wenn sie nicht mehr parieren, dann kommt man mit Eurogend Force daher. David Cameron hat eine Rede angekündigt für in dieser Woche zu Europa. Mit welchen Inhalten rechnen Sie? Ich kann das nicht abschätzen. Ich weiß nicht, wie weit der Mut des Herrn Cameron reicht. Aber ich weiß, dass die Stimmung in Großbritannien gegen die Europäische Union dermaßen negativ ist, dass Cameron mittlerweile ein Getriebener seiner eigenen Wähler ist. Und ich hoffe, dass dieser Druck der Wähler nicht nachlässt. Herr Abgeordneter Stadler, ich danke Ihnen für das Bitte Gespräch. Sehr.